Robert Reinig. Prinz Goldfisch und das Fischermädchen. Gelesen von Jasmin Stab. Es war einmal ein junger Königssohn. Der war schön von Gestalt und von Herzen gut. Jedermann freute sich, wenn er ihn nur sah. Ja, es hatte sogar eine stolze Wasserfee, die in dem nahen Wald ihr Wesen trieb, ihn sehr lieb gewonnen und wünschte nichts sehnlicher, als dass er sie zur Frau nähme. Oft, wenn der junge Königssohn durch den Forst auf die Jagd ritt, trat sie ihm in den Weg und redete ihn freundlich an. Er aber konnte ein für allemal die Feen nicht leiden, daher drehte er denn auch dieser jedes Mal den Rücken, sobald er sie nur von fern erblickte. Weil die Fee nun im Guten die Zuneigung des Prinzen nicht gewinnen konnte, so versuchte sie, mit ihren Wunderkünsten ihn dazu zu zwingen. Als er einmal auf der Jagd sich verirrt hatte, lockte sie ihn in ihr Zaubertal, und wie er dort in einem einsamen See badete und beim Baden unter das Wasser tauchte, verwandelte sie ihn in einen Goldfisch und zog ihn hinab in ihr Reich. Sie schwur ihm, nicht eher die menschliche Gestalt wiederzugeben, als bis er ihr verspräche, dass er sich mit ihr vermählen wolle. Übrigens hatte sie ihm den Aufenthalt da unten so angenehm wie möglich gemacht. Er fand unter dem Wasser alles, wie er es zu Hause gehabt hatte, Schloss und Garten und Hofgesinde. Auch waren die Goldschuppen, mit denen er bekleidet war, so köstlicher Art wie kein anderes Metall noch Edelstein auf Erden. Denn die Fee hatte darin ihre wertvollsten Zaubermittel verwendet. Doch was half das dem verwandelten Prinzen? Er war doch immer nur ein Fisch. Und ehe er die Zauberin zur Frau genommen hätte, wäre er lieber gestorben. Nun kam es bisweilen vor, dass die Fee in fernen Ländern wichtige Angelegenheiten zu besorgen hatte und dann auf einige Monate ihr Reich verlassen musste. In solcher Zeit war es, wo einmal an einem hellen Maientag Prinz Goldfisch an die Oberfläche des Sees heraufkam, um sich in der schönen Frühlingssonne seinen Kummer ein wenig zu verschwimmen. Wie er so still und traurig durchs Wasser zog, sah er im Schilf einen grauen Kranich stehen, der ihn mit scharfen Blicken beobachtete. »Sollte der mich fressen wollen?« dachte der Fisch und wollte zuerst schnell untertauchen, um ihm zu entfliehen. Dann sprach er, »Nein, der kommt mir gerade recht, denn ich bin meines Lebens überdrüssig.« So schwamm er denn schnell zu dem Kranich hin und sprach zu ihm, »Du, friss mich!« Der aber machte ein ganz freundliches Gesicht und sprach, »Prinz Goldfisch, nur Mut, nur Mut! Ich bin dein Freund und nicht dein Feind. Noch gibt es ein Mittel, das dich von deiner Fischgestalt erlösen kann, aber es ist schmerzhaft.« »Nenn es mir«, rief der Fisch mit Hast, denn beim näheren Anblick des Kranichs fasste er Vertrauen zu ihm. Der Kranich erwiderte, »Merk auf, es wird eine kommen, die wird dir gefallen. Du wirst ihr gut sein, sie wird dich steinigen. Als Fisch wirst du sterben, als Prinz wirst du leben. Doch die Goldhaut, die nimm mit dir. Gar mächtige Zauberkraft steckt in ihr. Wenn die Fee sie bekommt, du wirst es beklagen. Aber nun ade, mehr darf ich nicht sagen.« Nach diesen Worten erhob sich der Kranich und verschwand in den Lüften. Prinz Goldfisch merkte nun wohl, dass ein guter Geist in dem Vogel stecke. Neue Lebenslust erfüllte ihn. Die dunklen Worte des Kranichs gaben ihm viel Stoff zum Nachdenken, und mit Sehnsucht sah er dem Tag entgegen, der ihm Befreiung bringen sollte. In demselben Land, wo dies geschah, stand am Meeresstrand, da wo ein Bach aus dem Wald sich in die See ergoß, eine einsame Hütte. In der Hütte wohnte ein armer alter Fischer mit seiner Tochter, und die hieß Elsbeth. Sonst pflegte der Mann jede liebe Nacht, wenn Fischenszeit war, auf den Fang in die See zu fahren, aber auch am Tag ging er wohl bisweilen mit der Angel in den Wald und holte sich da aus dem Bach die schönsten Forellen und Schmerlen.
Mit den gefangenen Fischen pflegte er dann von Zeit zu Zeit auf den Markt nach der Hauptstadt zu gehen, wo er einiges Geld dafür löste. Das war zwar sehr wenig, doch lebte er davon mit seinem lieben Kind zufrieden und von Herzen froh. Jetzt war aber der arme Mann seit einiger Zeit erblindet und vermochte nichts zu verdienen. Da entschloss sich Elsbeth, die nun schon 16 Jahre alt war, des Vaters Geschäft zu betreiben, so viel es einem Mädchen von ihrem Alter möglich ist. Sie war kräftig und flink, obschon äußerst fein und zart, von schlanker Gestalt und lieblichem Antlitz. Eines Tages ging sie auch wieder mit der Angel und Netz in den Wald, um im Bach zu fischen. Wohl 2 Stunden brachte sie dort an den gewohnten Stellen zu. Kein Fisch wollte sich zeigen. »Geht's nicht hier, so geht's woanders«, dachte sie und zog tiefer in den Wald hinein. Aber auch da wollte nichts kommen. So zog sie weiter und weiter, bis sie zu einer Stelle kam, wo das Wasser zwischen runden, seltsamen Wänden einen tiefen, dunklen Weiher bildete. Ringsum standen schöne Blumen und farbige Büsche, und das alles gab einen anmutigen Widerschein in dem dunklen Spiegel des Wassers. Es war Mittag, alles still in weiter Runde. Kein Lüftchen ging, kein Blättchen bewegte sich, und alle Vögel in den Bäumen schienen zu schlafen. Nur einige blaue Libellen flatterten über dem Wasser hin und her und sogen hier und dort an den gelben Wasserlilien und den weißen Seetulpen. Nicht weit vom Ufer ragte ein weißer, plattgewaschener Stein aus der Flut heraus, gerade als wäre er zu einem bequemen Sitz eingerichtet. Mit leichten Sprüngen hüpfte Elsbeth über die Kiesel zu dem Stein hin, setzte sich darauf, warf ihre Angel aus und sang mit klarer Stimme ihr Lobliedchen. »Fischchen, komm schnell! Sonne scheint hell. Mädchen im Sonnenschein, wartet hier oben dein. Mädchen ist zart und frisch, hol dir's, du schöner Fisch.« Kaum war die Schnur im Wasser, so biss auch schon etwas an. Und wie sie's heranzog, war es ein Goldfisch. Als Elsbeth ihn von der Angel losmachen wollte, sah sie, dass er sich nicht am Haken, sondern in die Schnur eingebissen hatte. Auch ließ er sich ohne Sträuben von ihr in die Hand nehmen. Er schaute sie mit seinen klaren, klugen Augen lange an. »Was siehst du mich denn so an, du hübscher Fisch?« sprach Elsbeth und freute sich über den Glanz seiner Schuppen. »Ich bin dir gut«, antwortete ihr der Goldfisch, »und will dich glücklich machen.« Elsbeth erschrak und warf ihn ins Wasser zurück. Das Tier aber rief wieder von unten, »Und wenn du mir nicht glaubst, so hebe das goldene Blatt der Seetulpe auf, das rechts von deinem Stein sich über das Wasser legt. Dort schau hinunter.« Bei diesen Worten schoss der Fisch in die Tiefe. Elsbeth wunderte sich allerdings über dies seltsame Abenteuer. Bald aber gefiel ihr die Sache, und sie tat, wie jener es ihr geheißen. Als sie das gewaltige Blatt aufhob, sah sie wie durch einen Kristall auf den Grund des Sees. Ein klares Licht ergoss sich durch das Wasser. Da schaute sie Wunder über Wunder. In einem blühenden Garten stand ein Königsschloss und vor dem Schloss 2 Thronsessel von weißem Samt. Auf dem einen lag der Goldfisch, der andere war leer. Auch sah sie Ritter und Fräulein durch die Hecken da unten ziehen und vor dem Goldfisch sich neigen. Von dem Stein, auf dem Elsbeth saß, führte eine kristallene Treppe hinunter zu dem Schloss. Und auf jedem Absatz der Treppe standen Pagen, die sahen nach ihr hinauf, als warteten sie ihres Winkes. Da sah alles so schön aus, dass Elsbeth sich gar nicht satt daran sehen konnte. Nach einiger Zeit bemerkte sie, wie der Goldfisch sich von seinem Thronsessel erhob und an die Oberfläche des Wassers heraufgeschwommen kam. Wieder sah er sie so freundlich an und rief, »Elsbeth, verlass deinen Vater und deine arme schlechte Hütte und komm zu mir herunter.
Da sollst du auf dem Thronsessel, den du gesehen, neben mir sitzen und eine Prinzessin sein, und ich will dir Freuden schaffen, so viel das Jahr Tage zählt.« »Ei, du nichtsnutziges Tier!« rief Elsbeth im höchsten Zorn. »Meinen Vater soll ich verlassen? Da, nimm die Antwort auf deine dummen Reden!« Und dabei ergriff sie den nächsten Kieselstein und warf ihn dem Fisch an den Kopf. Der Fisch und der Stein plumpsten ins Wasser. Aber in demselben Augenblick erhob sich ein Wirbelwind und die Wellen des Sees spritzten mit weißem Schaum hoch in die Luft. Tief aus dem See herauf erscholl ein durchdringender Ton, erst wehmütig und klagend, als sollt er einem das Herz mitten entzwei schneiden. Dann aber klang es wieder wie lustige Flöten und Schalmeien, bis endlich auch diese Töne schwiegen. Die Wellen besänftigten sich, und das Wasser war so still und dunkelgrün als zuvor. Nun sah Elsbeth auch den Goldfisch wieder aus dem Wasser tauchen. Er schwamm aber nicht wie vorhin, sondern lag auf der Seite, und als sie näher hinschaute, war es nur die Haut des Tieres, weder Fleisch noch Kräten darin. Schnell griff sie mit der Hand danach und hatte eben die Fischhaut über dem Wasser hervorgezogen, als das große Blatt der Seetulpe neben ihr sich erhob und ein weißer Menschenarm darunter herauffuhr, der ebenfalls nach der Schuppenhaut greifen wollte. Aber schon hatte das Mädchen diese in ihre Schürze verborgen und die weiße Hand zog sich wieder in das Wasser zurück. Elsbeth sprang nun schnell von ihrem Stein weg ans Ufer und machte, dass sie so rasch wie möglich aus dem Wald kam. Es war ihr doch an dem See recht unheimlich zumute geworden. Erst als sie den Wald hinter sich hatte, nahm sie die Schuppenhaut aus ihrer Schürze hervor. Ei, wie war die schön! Wie funkelte sie im Licht! Der Glanz schien wie lauter Abendgold und Abendröte. Es war wundervoll zu sehen. Und doch ward Elsbeth auch wieder recht von Herzen traurig, wenn sie daran dachte, dass sie aus bloßer Übereilung den armen Fisch totgeworfen hatte. Der hatte es vielleicht mit seinem dummen Reden gar nicht so böse gemeint. Das Mitleid trieb ihr sogar die Tränen in die Augen. Als sie nach Hause kam, wollte sie erst dem Vater alles erzählen, was ihr begegnet war. Jedes Mal aber, wenn sie davon anfangen wollte, war es ihr wieder, als wenn ihr eine Stimme zurief: »Elsbeth, tu es nicht!« So verschloss sie denn die Schuppenhaut heimlich in ihrer Kiste. Sie hoffte dieselbe ihrer seltenen Schönheit wegen in der Hauptstadt für ein paar Groschen zu verkaufen und dem Vater eine unverhoffte Freude zu machen. Wenige Tage nachdem sich dies zugetragen hatte, war in den Städten und Dörfern des Landes großer Jubel. Herolde und Boten ritten auf allen Straßen umher und verkündeten dem Volk, der junge Königssohn, der vor längerer Zeit auf der Jagd, man wusste nicht wohin, verschwunden war, sei in der Hauptstadt wieder angekommen. Zugleich ward bekannt gemacht, dass er sich nun auch vermählen wolle, und zwar in der Art, wie das Gesetz des Landes es vorschrieb. Nach einem alten Brauch mussten dann nämlich die schönsten und reichsten Mädchen des Königreichs nach der Hauptstadt kommen. Ein Schiedsgericht musste bestimmen, welche von diesen die allerschönste und zugleich die allerreichste sei. Und mit dieser feierte dann der Prinz nach 3 Tagen seine Hochzeit. Da gab es nun überall, wo die Boten hinkamen, einen großen Lärm. Jedes Mädchen, das nun irgendein niedlich Näschen oder ein paar pfiffige Augen im Kopf hatte und dabei hoffärtig und eitel war, hielt sich für das Allerschönste. Aber selbst die Hässlichen dachten bei sich, kein Mensch sei ja vollkommen, und außer einigen kleinen Schönheitsmängeln seien sie doch viel schöner als andere, die zwar regelmäßige, aber sehr langweilige Gesichter hätten. Und dachten das nicht die Töchter, so dachten es doch manche ihrer Mütter. Was aber den Reichtum betraf, so verkauften die Herrenväter so schnell es nur ging ihre Häuser und Gärten und Wald und Feld, um nur reiche Kleider und Karossen und Dienerschaft für ihre Töchter anzuschaffen. Denn natürlich musste jede in dem Schmuck, den sie bei diesem Fest trug, ihren Reichtum bekunden.
Der letzte Tag des Monats war als Termin bestimmt worden, wo in der Hauptstadt die große Festlichkeit stattfinden sollte. Von allen diesen Neuigkeiten war nun in der stillen Fischerhütte am Meer nicht das Geringste bekannt geworden. Wie sollte auch zu der einsamen Gegend die Kunde davon dringen? Zudem hatte Elsbeth in den letzten 14 Tagen nur so viel Fische gefangen, wie sie und der Vater zu ihrem Unterhalt bedurften, und daher nichts nach der Stadt gebracht. Das war aber sehr traurig, denn ihr bisschen Geld war fast zur Neige. Da fiel dem Mädchen die kostbare Goldfischhaut ein, die sie in ihrer Kiste hatte, und das machte ihr wieder neue Hoffnung. Es war gerade der Abend vor dem letzten des Monats, als sie ihren Vater bat, er solle sie auf ein paar Tage nach der Stadt gehen lassen, um einige Einkäufe zu machen, denn dass es mit dem Geld so schlecht stand, wollte sie dem armen Mann noch nicht sagen, um ihm nicht jetzt schon Kummer zu machen. Gern gab der Vater der Bitte nach. Wie freute sich Elsbeth, wenn sie daran dachte, wie viel Freude sie ihm mit dem Geld machen könnte, das sie für die Schuppenhaut bekommen würde. Früh am anderen Morgen nahm sie ihr Körbchen, legte heimlich die Wunderhaut hinein, deckte ihr Tüchelchen darüber und begab sich auf den Weg zur Stadt. Lange war sie nur einsame Wege durch Sand und Dünen und Heide gegangen. Als sie aber auf die große Landstraße kam, war es mit der Stille und Einsamkeit vorüber. Glänzende Staatswagen mit Vorreitern und Bedienten hinten und vorn rasselten an ihr vorüber. Und in den Wagen saßen geputzte Jungfrauen mit Samt und Seide und Federn und Schmuck bedeckt. Die reckten die Hälse in die Luft, wie die Pfauen, wenn sie ein Rad schlagen. Wo sie hinfuhren und was sie für Gedanken im Sinn hatten, lässt sich leicht erraten. Der prächtigste Wagen aber kam ganz zuletzt. 8 Schimmel, so weiß wie Wellenschaum, zogen ihn in vollem Galopp. Sie hatten mehr grünes Geschirr und Schilfbüschel auf den Köpfen. Die Dame, die in der Kutsche saß, war ebenfalls weiß und meergrün gekleidet und sah zwar nicht schön, aber sehr stolz und wunderlich aus. Die Kutsche war von durchsichtigem Kristall und mit Seetulpen und Schilfblättern begrenzt. Elsbeth war ganz in Staunen versunken, wie sie den blitzenden Wagen schon von Weitem daherrollen sah. Sie merkte darüber gar nicht, dass ihr das Körbchen vom Arm rutschte und sein Inhalt auf den Weg fiel. In dem war auch der Wagen schon da, und zugleich fiel ein Sonnenstrahl auf die Schuppenhaut, dass sie hell aufblitzte. Wie durch einen Zauberschlag standen die Rosse still. Da rief die stolze Jungfrau aus dem Wagen mit laut klingender Stimme: »Mein Eigentum am Boden dort, mein Zauberkleinod, die Schuppenhaut, auf, Silberschwan, und bring sie mir!« Und ein silberner Schwan, welcher auf der Decke der Kutsche dagesessen hatte, als wäre er nur aus totem Metall, hob seine Flügel, schoss vom Wagen herunter, ergriff die Fischhaut mit seinem Schnabel und ließ sie seiner Gebieterin durch die Öffnung des Wagens auf den Schoß sinken. Dann schwang er sich wieder auf die Kutschendecke, wurde starr und steif wie vorhin, und im Nu rollte der Wagen fort. Elsbeth wusste nicht, wie ihr geschah. Staunen, Schreck und Trauer über den verlorenen Schatz, auf dessen Verkauf sie all ihre Hoffnung gesetzt, all das bewegte sie so, dass sie gar nicht wusste, was sie nun tun solle. Sie setzte sich auf das Geländer der Brücke, legte den Kopf in die Hand und sann und sann und schlief endlich vor Müdigkeit ein. Als sie erwachte, war es schon spät am Abend und die Sonne am Untergehen. Sie rieb sich die Augen, da sah sie, wie neben ihr auf demselben Geländer ein klein winzig Männlein saß, grau und runzelig, aber freundlich und manierlich. Das Männlein ließ sich bald mit ihr in ein Gespräch ein, erzählte ihr allerlei von dem Fest in der Hauptstadt und fragte sie zuletzt, ob sie denn nicht auch sich dem Prinzen wolle vorstellen lassen. Das kam dem armen Fischkind doch gar zu komisch vor. Sie lachte laut auf und sprach im Scherz: »Warum denn nicht? Hab ich doch ein Gesicht braun wie die Seeflunder
und bin ich doch so reich wie die Kirchenmaus. Da kannst du mich immer schon hinführen.« Das Männchen lächelte und strich sich mit schlauem Blick seinen langen weißen Bart. Dann erzählte es, es wäre ein studierter Doktor und könne Blinde sehend machen. Elsbeth dachte an ihren armen Vater und fragte hocherfreut, was es kosten solle, wenn das Männlein ihm sein Augenlicht wiedergäbe. »Hm«, sprach jener und schüttelte den Kopf, »du sagst, du bist arm wie eine Kirchenmaus? Aber die Kirchenmaus hat kein so schwarzes Haar und keine so weißen Zähne wie du. Das kann ich beides gebrauchen. Gibst du mir deine 3 vorderen Zähne und lässt dir von mir die Haare vom Kopf scheren, so mache ich deinen Vater gesund.« Das Mädchen ging voller Freude auf den Handel ein. »Nun aber noch eins«, sprach das Männlein. »Wir müssen jetzt nach der Stadt, ich, um meine Salben und Kräuter zu holen, du, um dir das Haar abschneiden und die Zähne ausbrechen zu lassen, denn nur dort kann das geschehen.« Und Elsbeth war auch dazu bereit, hatte sie ja doch Hoffnung, dass ihr blinder Vater sehend würde. Nun führte der Doktor sie auf einen Fußweg in den Wald, denn dort, sagte er, liege im Fluss ein Schifflein, und das könne sie schon in einer Stunde nach der Stadt bringen, während sie auf der Landstraße viel längere Zeit zu gehen hätten. Erst war der Fußsteig bequem, dann aber zog er sich durch unwegsameres Dickicht unter alten Bäumen hin, durch deren dunkle Wipfel fast kein Abendschimmer dringen konnte. Weiße Spinnweben zogen sich darin überall von Busch zu Busch und legten sich dem Mädchen, in dem sie durchschlüpfen wollte, um Hand und Gesicht, um ihr rotes Mieder und um ihr blaues Röckchen. Elsbeth wollte sich das garstige Gespinst abstreifen, aber das Männlein sprach: »Lass sein, lass sein! Keine Seide so fein, kein Schleier so schön, wirst sehen, wirst sehen.« Da ließ sich das Mädchen denn ruhig von den Geweben umspinnen. Darauf fiel ein kühler Abendtau in großen Tropfen von den Blättern der Bäume, die hingen sich an ihren Nacken und an den Hals und in die Kleider. Elsbeth wollte sie abschütteln, aber das Männlein rief: »Lass sein, lass sein! Kein Perlenschein, kein Edelstein, er glänzt so fein.« Und das Mädchen ließ die Tropfen ruhig hängen. Darauf kamen sie an ein kleines Wässerlein. Das spülte dem Mädchen über die nackten Füße. Sie wollte das Wasser abschütteln, aber das Männlein rief: lass in Ruh, die silbernen Schuh.« Und wirklich glänzte das Wasser an ihren Füßchen, als hätte sie Schuhe und Strümpfchen aus Silbertaffee an. Endlich gelangten sie zum Fluss, auf dem eine Gondel lag. Am Ufer war das Wasser glatt und still, und zwischen kleinen Wasserblümchen flimmerten darin so hell die Sterne, es sah aus, als wären sie nicht der Widerschein des Himmels, sondern als wiegten und schaukelten sie sich wirklich in der Flut. Von dem weiten Weg und dem lauen Sommerabend glühten der Elsbeth recht ihre Backen. Sie klagte es dem Männlein, das riet ihr, den Kopf 3-mal ins Wasser zu tauchen, das würde ihr Labung bringen. Und wie sie es tat und den Kopf zum 3. Mal heraufzog, war es ihr, als wären die kleinen Wasserblümchen ihr im Haar hängen geblieben und als leuchte ihr ein heller Schein um den Kopf. Wieder fuhr sie mit der Hand dahin, um das, was da war, abzustreifen. Aber das Männlein rief: halt ein, schau nur hinein ins Wasser drein, jetzt bist du fein.« Und als Elsbeth in den Wasserspiegel hinunterschaute, sah sie sich selber, aber geziert mit einem Schmuck, wie kein Gold ihn erkaufen kann. Die feinsten weißen Schleier, bestreut mit strahlenden Perlen und Edelsteinen, umwanden ihren schlanken Leib. Ein Kranz mit funkelnden Sternen, die zwischen zarten Wasserranunkelchen ihre Strahlen hervorbrechen ließen, umgab ihr schönes dunkles Haar. Und um den Schmuck zu vollenden, kamen noch ein paar Leuchtkäferchen angeflogen, setzten sich an die beiden Ohrläppchen und blieben daran hängen, als wären es kostbare Ohrringe.
Mit stillem Lächeln betrachtete Elsbeth ihr Spiegelbild im Wasser. »Ei, wie sehe ich hübsch aus!« rief sie in kindlicher Freude. »Hätte ich doch nie gedacht, dass ich so aussehen könnte!« Doch das Männlein trieb zur Eile. Nicht leicht ward es dem Mädchen, sich von dem Bild im Wasser zu trennen, dennoch folgte sie seinem Ruf und bestieg mit ihm die Gondel. Diese trieb den Fluss entlang. Und als sie beide nun so still dahinfuhren und Elsbeth immer und immer wieder in der Flut neben sich ihr Spiegelbild flimmern sah, und als ihr dabei der Gedanke kam, dass all der Schmuck, der sie zierte, doch nur für den Augenblick sei und dass sie obendrein ihr schwarzes Haar und ihre blanken Zähne hergeben sollte, da fing es denn doch an, ihr schwer aufs Herz zu drücken. Denn auch Schönheit ist ein Gut, das wohl keiner, der es hat, gern verlieren mag. Das Männlein sah, wie dem Mädchen ganz leise ein Tränlein über die Wangen rollte. »Elsbeth«, sprach er, »noch ist es Zeit. Wenn du willst, kehren wir um, und ich bring dich wieder zu deiner Hütte. Dann behältst du dein Haar und deine Zähne und all den Schmuck, den du jetzt an dir hast. Aber dein Vater bleibt dann freilich blind.« »Nein«, rief Elsbeth, »nimm mir alles, nimm mir mein Leben, nur mache meinen Vater wieder gesund.« Schon hob sie wieder die Hand, um den seltenen Putz von sich abzustreifen. Aber der Kleine ließ es nicht zu, und nur mit Mühe gelang es ihm, sie zu beruhigen. Indes waren sie auf dem Fluss bis in die Hauptstadt und in die königlichen Gärten hineingekommen, wo eben mit großer Festlichkeit die Hochzeitswahl einer Prinzessin gefeiert wurde. Hoch über ihren Köpfen sah Elsbeth den Widerschein der Fackeln und Feuerbecken. Sie hörte Klänge einer rauschenden Musik und das Gesumme einer großen Volksmenge. Aber die hohen Mauern, zwischen denen der Fluss hinführte, ließen sie nichts von dem Fest selbst wahrnehmen. Endlich landeten sie an einem Hügel. Sie traten aus der Gondel und bestiegen den Gipfel des Hügels, der von einer dichten Lorbeerhecke umgeben war. Dort oben bog das Männlein einen Lorbeerzweig zurück und sprach zu dem Mädchen: »Hier, schau hinunter!« Da sah Elsbeth dicht vor ihren Füßen ein Schauspiel der Pracht und Herrlichkeit, wie sie es nie zuvor geträumt hatte. Nun hört, was Elsbeth da alles erblickte. Im Hintergrund ragte mit seinen Türmen und Zinnen und mit seinen hell erleuchteten Fenstern das königliche Schloss hoch in die Mondnacht hinein. Vor dem Schloss war eine lange, breite Terrasse. Darauf standen unter einem Thronhimmel zwei Lehnstühle von weißem Samt, gerade wie sie Elsbeth im See des Zauberwaldes gesehen hatte. Einer dieser Stühle war leer, aber auf dem anderen saß der schöne junge Königssohn und hinter ihm der König, sein Vater, und der ganze königliche Hofstaat. Diesen gegenüber stand eine Reihe von wohl 100 rotseidenen Sesseln. Darauf saßen die Jungfrauen, die zur Wahl sich hergegeben hatten, mit allem Reichtum der Erde behangen und umwickelt und umflittert. Dann war auf der einen Seite ein himmelblaues Gerüst, auf dem die ersten Maler und Bankiers des Landes versammelt waren, damit sie als Richter der Schönheit und des Reichtums ihr Amt verwalteten. Ihnen aber gegenüber auf einem orangefarbenen Gerüst bliesen die Posaunenbläser, paukten die Trommler und strichen die Geiger ihre Instrumente, dass es eine Lust anzusehen und anzuhören war. Rechts und links von dieser Terrasse spritzten herrliche Springbrunnen roten und weißen Wein hoch in die Luft, und um die Brunnen standen gedeckte Tafeln, die waren mit den köstlichsten Speisen besetzt. In großem Halbkreis auf der Wiese, die das Schloss umgab, lagerte das Volk unter Gehängen von farbigen Laternen, die an den Lorbeerbäumen befestigt waren. Den ganzen Nachmittag hatten nun schon die Richter beraten, welche von den angekommenen Jungfrauen wert sei, die Frau des jungen Prinzen zu werden. Und da hatte es wie gewöhnlich viel Streit gegeben. Die Maler verstanden nicht, den Reichtum zu beurteilen. Die Bankiers hatten mitunter ganz verkehrte Ansichten von der Schönheit.
Jetzt aber war die Stunde gekommen, wo sie die letzte Entscheidung aussprechen sollten. Noch einmal setzten sie daher ihre Brillen auf die Nasen und legten ihre Perspektive an die Augen, um noch die letzte Prüfung auch bei Lampenbeleuchtung anzustellen. Denn der Schicklichkeit wegen durften sie die Jungfrauen nicht zu nahe betrachten. Da blies plötzlich von der Zinne der Burg der Türmer. Dies war ein Zeichen, dass soeben noch eine Jungfrau als Mitbewerberin ankomme. Bald rollte auch eine Kutsche daher. Die war ganz aus Kristall und mit 8 weißen Schimmeln bespannt. Und siehe da, die stolze Donna, die aus der Kutsche stieg, war dieselbe, die der Elsbeth auf der Landstraße ihre Goldhaut geraubt hatte. Mit kecken Schritten und einer Miene, der man ansah, sie wäre ihres Sieges gewiss, ging sie auf den Platz, welcher in der Reihe der Jungfrauen noch, wie es schien, für sie offen gelassen war. Sie hatte denselben Anzug an wie heute Mittag, mehr grün und weiß, und doch erschien sie jetzt viel schöner, denn ein Kranz von goldenen Schuppen, die wie Abendgold und Abendröte glänzten, warf über ihr Antlitz einen wunderbaren Schönheitszauber, so dass der Putz aller übrigen dagegen matt und wässrig erschien. Aller Blicke richteten sich auf die stolze Erscheinung. Und kaum hatten die Richter sie wahrgenommen, als sie die Köpfe zusammensteckten und ihre Mienen plötzlich die größte Übereinstimmung verrieten. Nun stieg eine rote Rakete in die Luft, zum Zeichen, dass diejenige als künftige Königin begrüßt werden sollte, die man dazu für würdig befunden. Eine Deputation der Richter erhob sich, Trabanten und Herolde schlossen sich an und ihnen folgte ein Page, der eine kleine goldene Krone auf einem Kissen vor sich hertrug. Der Zug bewegte sich geradeswegs zu derjenigen hin, die zuletzt angekommen. Triumphierend erhob sich die übermütige Jungfrau von ihrem Sitz. Ihre Blicke schienen alles um sich her niederzuschmettern, wie der Hagel die Wiesenblumen. Und schon begann der Präsident des Gerichts der Schönheit und des Reichtums eine zierliche Anrede in Versen, worin er die hohen Eigenschaften der Gewählten pries. Der Page kniete nieder und hielt die Krone empor. Gierig streckte die Jungfrau die Hände danach aus. Da erbrauste auf einmal ein ungeheurer Wirbelwind mit solcher Gewalt, dass die Krone vom Kissen geweht wurde und alle Lampen und Fackeln ringsumher erloschen. Nur die erleuchteten Fenster des Schlosses ergossen noch einen matten Schimmer über den Platz. Sogleich aber legte sich auch der Wirbelwind und alles war still wie zuvor. Auch der Lorbeerbusch, der Elsbeth bisher verdeckt hatte, war vom Sturm niedergerissen. Allen sichtbar stand nun das Fischermädchen da, in ihrem leuchtenden Sternenkranz, umweht von den Schleiern, in denen die Tauperlen als Edelsteine funkelten. Und in dem Glanz dieser reinen Lichter erschien ihr unschuldiges Angesicht wunderbar verklärt. Das Krachen des umstürzenden Baumes hatte die Blicke der Menge nach dem Hügel hingelenkt. Ein lautes Ach der Verwunderung unterbrach die Stille. Darauf rief alles Volk und Richter wie mit einem Mund: »Seht, seht, da steht die schönste und reichste Jungfrau der Welt. Da steht unsere zukünftige Königin. Sie lebe hoch!« Und es schmetterten die Trompeten, Kanonen wurden gelöst, Raketen und Mützen flogen in die Luft und der Jubel des Volkes wollte kein Ende nehmen. Wie aber der junge Königssohn in hohen Freuden von seinem Thron sich erhob, um die ihm erwählte Braut zu begrüßen, und als er vorbeischritt an der Jungfrau, deren Stolz soeben gedemütigt worden war, da riss diese den goldenen Schuppenkranz aus ihrem Haar, warf ihm den Prinzen vor die Füße und sprach: »Nimm hin dein Eigentum. Ich fühl's. Mein Reich und mein Leben geht zu Ende. Mein Stolz ist besiegt. Denn der Geist, der jenes Kind dir zuführte, ist mächtiger als ich.« Sie winkte. Die Kristallkutsche rollte vor. Die Wasserfee bestieg sie und versank mit ihr in den Boden. An der Stelle, wo sie versunken war,
rauschte alsbald ein Brunnen mit unheimlichem Gemurmel durch das Gras. Und wie die Fee es gesagt hatte, so war es auch. Ein mächtiger Zauberer hatte schon lange unsichtbar die Geschicke des Königssohns gelenkt. Er war auch der Kranich und das graue Männlein gewesen und führte dem Prinzen eine Braut zu, die allein seiner würdig war. Zwar war der Wunderschmuck, den er ihr durch seine Waldgeister beschert hatte, von seltener Pracht, aber ihr größter Reichtum war die Unschuld und die Treue ihres Herzens. Und eben diese Unschuld und diese Treue verliehen ihrem Angesicht eine Schönheit, die keine der anderen Jungfrauen aufzuweisen hatte und die ihr alle Gemüter gewann. Mit der Einwilligung ihres Vaters, dem das graue Männlein alsbald sein Augenlicht wiedergab, ward Elsbeth die glückliche Frau des jungen Königssohnes. Und als dieser nach dem Tod seines Vaters König wurde, regierten beide unter dem Schutz des guten Zaubergeistes, der sie auch ferner durch Rat und Tat unterstützte, ihr Land mit solcher Weisheit, dass ihr Volk sie segnete für alle Zeiten.